Ich setze den Hektor von Troja mit den Hagen von Tronje gleich. Hört sich beides auch schon so ähnlich an, aber das alleine hätte ja nichts zu sagen. Also Hektor von Troja tötet Patroklos und Hagen von Tronje tötete den Siegfried. So, ich hatte schon Patroklos und den Siegfried gleichgesetzt. Achilles bleibt auch in der germanischen Sagenwelt, denke ich, noch erhalten, und zwar als Baldur, als Gott Baldur. Und ich kann Baldur mit dem Wort Peliden in Verbindung bringen. Baldur wurde auch früher in Germanien Pol genannt. Und wie gesagt, Achilles hieß ja auch Achilles der Pelide, ein Geschlecht. Sein Vater hieß Peleus, daher Achilles der Pelide. Doch kommen wir jetzt nun zurück zu den historischen Ereignissen in Kleinasien. Etwa um 1370 vor Christus taucht ein gewisser Atarissia auf. Atarissia war der erste Rebell aus Kilikien vor Ukranu gegen die Hethiter. Er kämpfte zusammen mit seinen Freunden, dem gestürzten Großkönig des Hethiterreiches, Kupunta Kurunta, und des danaischen Königs von Nordzypern, dem König Kymyras. Dafür habe ich auch mehrere Entsprechungen, aber das führt jetzt auch zu weit. Kämpfte er gegen das Hethiterreich und sie gewannen wirklich weite Teile des kleinasiatischen Gebietes von dem Troja am Hellespont eben halt bis nach Tarsos in Kilikien. Also wirklich weite Teile. Und ich denke eben mal, das kann wirklich der Hintergrund für die Artus-Geschichte sein. Wir haben ja schon gesehen eben mal, dass die Gälen und auch die Briten betonen, also die ganzen Kelten und auch viele andere Völker aus Kleinasien kamen, also kamen auch ihre Sagen dorthin. Auch wie man zum Beispiel auch in einem Film gesehen hat, König Artus, Artorius, den Kult des Schwertes in der Erde, den sie verehrten. Da waren es die Sarmazen, doch ich denke, und es ist auch wirklich historisch bewiesen, dass die Hethiter und die Skythen genau in der Zeit, als der Rebell Atarissa erschien, um 1370 vor Christus, kannten sie, also kurze Zeit später, genauer gesagt, kannten sie den Kult des Schwertes in der Erde, den sie als Gott Ares verehrten. So denke ich eben halt, bei dieser großartigen Geschichte des Rebellens Atarissia, dass dies wirklich der Hintergrund sein könnte für die britische Sage des König Artus.